Die KVA Lind in Niederurnen erfüllt vielfältige Aufgaben für die Gesellschaft. Sie verwertet pro Jahr bis zu 116.000 Tonnen Abfälle. Zudem produziert sie Ökostrom, versorgt einheimische Haushalte und Unternehmen mit Fernwärme und rezykliert Metall. Die Anlage wurde 1973 eröffnet und seither stetig erneuert und modernisiert. Nun steht ein weiterer großer Entwicklungsschritt bevor: das Erneuerungsprojekt KVA Lind 2025. In Zukunft soll der Abfall noch umweltverträglicher verwertet werden. Auf künftige Entwicklungen der Abfallmenge kann dank diesem Projekt flexibel reagiert werden. Zudem haben wichtige Anlageteile das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Die Anlage entspricht in verschiedenen Bereichen nicht mehr dem Stand der Technik. Als erstes wird das Zwischenlager neu gebaut. Der Bunker wird optimiert und es wird eine neue vollautomatische Krananlage erstellt. Die Anlieferung wird unterteilt und entflochten. Eine neue, effizientere Turbogruppe mit Turbine und Generator ersetzt die beiden alten Turbogruppen. Zur Kühlung wird ein leistungsfähiger Luftkondensator auf das Dach des Zwischenlagers gebaut. Der Hauptnutzen ist, dass wir den Energieinhalt vom Abfall deutlich besser nutzen können. Das ist ein wesentlicher Vorteil von den Leistungssteigerungen, von den Optimierungen, die wir hier auf der Anlage werden können, umsetzen können. Unsere Umweltstandards, die wir heute haben bei uns und bei der KVA Lind, sind heute schon hervorragend und die werden wir auch in Zukunft beibehalten oder sogar noch besser werden. Das Herzstück der Anlage, Feuerung und Kessel der Ofenlinie 2, wird komplett ersetzt. Die Abgasreinigung der Ofenlinie 2 wird im bestehenden Gebäude ebenfalls neu gebaut. Sobald die neue Ofenlinie 2 in Betrieb ist, wird mit der Ertüchtigung der Ofenlinie 1 begonnen. Zeitgleich wird auch hier die Abgasreinigung ersetzt. Die Metallrückgewinnung wird von Nass- auf Trockenschlacke umgestellt. Die Schlacke wird künftig in Hinwil bei der ZAF Recycling AG aufbereitet. Menge und Qualität der zurückgewonnenen Metalle steigen dadurch deutlich an. Vor allem wertvolle Nicht-Eisenmetalle wie zum Beispiel Kupfer, Aluminium oder Gold können viel besser aus der Schlacke herausgefiltert werden. Der Investitionsaufwand beträgt 198 Millionen Franken. Das Projekt bewegt sich damit in ähnlichem Rahmen wie die letzte große Erneuerung um die Jahrtausendwende. Die damaligen Baukosten sind inzwischen vollständig amortisiert. Die Finanzierung des Projekts KVA Lind 2025 basiert auf drei Säulen: Einnahmen aus den Verbrennungsgebühren, Auflösung von vorhandenen Rücklagen und künftige Erträge aus der höheren Energieproduktion und Metallrückgewinnung. KVA Lind steht sehr gut dran finanziell. Wir haben auch sehr viele Eigenmittel, die wir einsetzen können. Das lässt zu, dass wir die 198 Millionen in Zukunft selber finanzieren können, ohne Steuergelder einzusetzen. Die Verbrennungsgebühren werden aus heutiger Sicht auch nicht erhöht, sofern die Rahmenbedingungen gleich bleiben, wie wir es etwa heute haben. Zusammengefasst bietet das Projekt für die KVA Lind und für die Verbandsregion weiterhin hervorragende Umweltwerte, steigende Energieeffizienz, strategische Möglichkeiten, stabile Abfallgebühren und Entsorgungssicherheit. Nach rund 5 Jahren Bauzeit ist die KVA Lind technisch wieder auf dem neuesten Stand und gerüstet für die Zukunft.